Ja, so ein Notebook ist eine feine Sache. Kann man ja alles mitmachen. Ein bisschen surfen, ein bisschen Video bearbeiten, ein bisschen zocken, DVDs gucken, Blu-rays gucken. Da ist dann oft das Problem. Bildschirm zu klein, möchte man ja dann auf dem Fernseher übertragen, das Bild, und dann den Ton am besten über die 5.1-Anlage laufen lassen. Oft ist das so, HDMI-Kabel rein, Fernseher läuft, Bild läuft, aber Ton nur in zwei Kanälen. Warum das so ist und wie man das machen kann, darüber geht es in diesem Video. Schön, dass du dabei bist. Euer Speaker Schocker. So, DVD oder Blu-ray einlegen, HDMI-Anschluss bzw. Ausgang des Laptops nutzen und andere Seite des HDMI-Kabels einfach an den Fernseher anschließen. Und da der Fernseher ja Gott sei Dank einen digitalen Audioausgang hat, machen das viele auch so. HDMI-Kabel angeschlossen und über den digitalen Ausgang hier als Lichtleitkabel ausgeführt, soll das Ganze dann zum dementsprechenden Verstärker geleitet werden. Nun, was sagt der Computer dazu? Das schauen wir uns mal auf dem Desktop genauer an. So, ja, jetzt haben wir ja den HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbunden. Ich musste dann das Laptop neu starten, damit das Laptop das auch Ganze als Ausgang für die Audioinhalte erkennt. Wir sehen jetzt hier, wir gehen hier mal Rechtsklick und machen mal hier, klicken wir mal hier auf Wiedergabegeräte. Und hier erkennt der Computer, dass es ein Toshiba TV ist. Das zeigt er aber jedes Mal an. Also lassen wir uns davon mal nicht beirren. Wir klicken einfach mal hier drauf. Und hier unterstützte Formate haben wir schon. Dann gucken wir direkt mal, worum es sich hier handelt. Und dass wir hier kein 5.1 Signal hier rausgeben können oder mehrere Kanäle, liegt einfach daran, dass hier nur maximal zwei Kanäle unterstützt werden. Codierte Formate Dolby Digital gibt ja auch Dolby Digital 2 Kanal. Aber mehr ist nicht drin mit dem Fernseher. Unterstützt er nicht. Selbst mit dem Audio Return Channel, wo wir das ja angeschlossen haben, ist nicht drin. Jetzt schließen wir das Ganze mal mit dem HDMI-Kabel an den Verstärker an. So, jetzt ganz einfach mal habe ich das Laptop jetzt an dem HDMI-Kabel angeschlossen, das an einem x-beliebigen Eingang des Verstärkers reingeht. Ich meine, das war AV6 so. Oder sowas ähnliches. Ne, AV6 ist die PlayStation. AV5 ist es. So. Jedes Mal, wenn ich das hier umstecke, muss ich das Laptop neu starten. Das heißt also, DVD einwerfen. HDMI-Anschluss geht nicht, wird nur das Bild übertragen, Ton nicht. Jedes Mal muss ich es erst neu starten, wenn das HDMI-Kabel schon drin steckt. Nervig. So, jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal auf dem Desktop an, was jetzt da steht. Ob da jetzt immer noch zwei Kanäle stehen oder ob da ein paar mehr stehen. Ja, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Hier wird immer noch Toshiba-Gerät angezeigt. Warum das angezeigt wird, weiß ich nicht, aber wir haben ja jetzt definitiv den Verstärker dran angeschlossen. Also müsste da eigentlich Yamaha oder irgendwie sowas stehen. So, und jetzt schauen wir mal unterstützte Formate und hier sehen wir schon, es wird hier acht Kanäle werden hier unterstützt. Ich glaube, das ist auch das Maximale, was die Soundkarte, die hier in diesem Fall in dem Asus Laptop verbaut ist, hergeben. Wenn man das Ganze über das Lichtleitkabel macht, da wird eben meistens nur 5.1 unterstützt und dann ist da auch Ende. Aber wir haben jetzt hier schon acht Kanäle. So, und wir können jetzt hier, ja, okay, wir können jetzt hier einfach dann mal die Lautsprecher konfigurieren. Und da sehen wir hier schon, was wir hier haben möchten. Wir können jetzt hier aussuchen, was wir haben möchten, was wir für eine Quelle haben. Wenn wir eine 5.1 Surround-Quelle haben, dann ist es unnötig, das Ganze auf 7.1 zu stellen. Wir haben ja dann die Möglichkeit noch hier uns auszusuchen, wie haben wir die Lautsprecher angeordnet. Es gibt ja Leute, die haben die Lautsprecher seitlich angeschlagen oder hinter der Couch angeschlagen oder aufgehangen. Wir können dann dieses hier testen. Wir können hier mal den Subwoofer testen. Dann muss ich mal eben hier am Verstärker ein bisschen was lauter machen. So, das läuft. Der Center läuft auch. Linke Lautsprecher hier läuft auch und die hinteren laufen auch. Das war es eigentlich schon. Ja, also man sieht, das Ganze direkt am Fernseher anschließen ist manchmal nicht so intelligent, weil der Fernseher ist ja doof. Genauso doof wie der Computer auch.
Es sind dann bei dem Fernseher, der unterstützt ja nur zwei Kanäle und das bringt einen nicht weiter. Man müsste dann vielleicht mal ins Handbuch des Fernsehers schauen, weil oftmals gibt es dann doch einen HDMI-Eingang, der dann auch die fünf Kanäle unterstützt oder beziehungsweise wo diese mit durchgeschliffen werden. Ist das nicht der Fall, dann muss man das Ganze halt direkt am Verstärker anschließen. Das ist auch eigentlich eine bessere Idee. Zum Problem wird es aber dann, das ist das Problem, viele von euch, die dieses Problem haben, die haben gar keinen HDMI-Eingang des Verstärkers, sind also quasi über die Methode mit dem Fernseher eigentlich angewiesen mit den Lichtleitkabeln. Ja, wenn das nicht funktioniert, dann könnte man, sollte man sich vielleicht mal überlegen, eine andere Musikkarte, Soundkarte zu verwenden. Eine USB-Soundcard zum Beispiel bietet sich da an, wo man dann das Signal direkt zum Verstärker leiten kann und das Bild einfach zum Fernseher getrennt schicken kann. Oder man schließt den Fernseher über dieses Kabel bzw. diesen Anschluss hier an. Ja, gute VGA-Anschluss. Ist in der Projektorwiedergabe, also viele Projektoren werden so bedient mit Bild und ist auch eine gängige Methode. Dann kann man das Bild und den Ton direkt gesondert verarbeiten, also Bild zum Fernseher und Ton zum Verstärker. Und dann hat sich das Ganze auch. Ja, zum Schluss sei mir noch gesagt, ich hoffe, dieses Problem bzw. dieses Video hat jetzt euch bei diesem Problem ein bisschen geholfen. Wenn noch weitere Fragen sein sollten, stehe ich da gerne für bereit. Besonders auch, wenn jetzt einer überlegt, oh, ich brauche doch eine Soundkarte, dann stehe ich da auch ganz gerne bereit oder zur Hilfe. Ihr kennt das Motto, einfach in die Kommentare schreiben. Dranbleiben, euer Speaker Schocker. Zum Abschluss habe ich noch einen, ihr kennt ja meinen Elax-Abrufer. Ich kenne einen auf Facebook, der verkauft das Ganze jetzt bei eBay. Link packe ich einfach mal in die Beschreibung rein. Könnt ihr euch mal gucken, was er da für Preise nimmt. Was ist jetzt mit dem Autofokus los? Der will nicht ganz. Was er da für Preise nimmt, ich packe den Link, wie gesagt, unten in die Beschreibung rein. Auf eBay Kleinanzeigen ist das Ganze. Macht einen Preis, wenn ihr das Ding haben wollt. Und freut euch dann dran. Euer Speaker Schocker.